So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir uns weitere Cardboard-Level unter anderem angeschaut. Und das wollen wir heute weitermachen, weil da gibt es noch einige, vor allem dieses Cardboard-Level mit dem Zelda Dungeons. Das wird sicher super cool. Allerdings ist gerade so eine Meldung aufgeploppt, dass hier neue Mitteilungen sind. Ich guck mal kurz, aber das wird nichts Wichtiges sein. Aber das ist eigentlich noch nie passiert, dass das mittendrin aufploppt. Normalerweise, wenn ich das halt neu starte, aber ich habe es jetzt nicht mal neu gestartet. Oh, warte, Neuigkeiten blinkt sogar. Also das ist nicht relevant. Das hier sind nur Sachen, dass irgendwelche Rekorde gebrochen worden sind. Und so Zeug halt. Also unwichtiger Quatsch. Aber hier Neuigkeiten. Oh! Ja, tschüss, Cardboard. Katzen-Mario-Sprint. Wenn Mario einen Sprintblock berührt, erhält er. Oh, mit Sprintblock und Katzen-Mario. Oha. Wir hatten noch keinen 3D-Speedrun, ne? Nein, wir hatten noch keinen 3D-Speedrun. Also, gucken wir uns das Ganze erstmal wieder an. Da kriegen wir direkt die Katze. Also, die brauchen wir auf jeden Fall. So, dann geht's hier hoch. Da geht es möglichst schnell dann durch. Dann geht es möglichst schnell darunter, ohne da an die Wand zu ecken. Da komme ich nicht hoch. Das Ding ist fest. Aber es geht hier auf den Block. Dann geht es hier hoch. Das schlagen wir einfach. Ja, das war nicht so gut jetzt. Gab es irgendwo eine neue? Also ich meine, ich habe eh keine Zeit mehr, eine neue Glocke zu holen, aber wofür ist der Block dann da? Dann hätten sie auch ganz dicht machen können. Ich komme doch da eh nicht zurück. Das ist doch Quatsch. Ne, ich komme doch hier eh nicht. Warum machen sie nicht einfach ganz dicht? Weil so, ja, jetzt kann ich das hier zur Seite fahren, aber es ist ja Quatsch. Oh. Hä? Okay, man kommt. Warum kann man da oben zurücklaufen? Das ergibt keinen Sinn. Oh Mist. Oh nein! Okay, ich hoffe, ich brauche den jetzt nicht sofort. Oh, man kann da drüber. Okay. Man kann hier drüber. Zwei Röhren gibt es jetzt hier. Okay, die Röhre. Wo es sicherlich schneller ist, oben rumzulaufen, als durch die Röhre durchzuziehen. Oh mein Gott! Dann ist hier eine Tür. Das Ding fährt jetzt einfach. Okay, da ist ein Schlüssel. Ah, jetzt muss ich zurück. Jetzt geht's hier rum zurück. Gott, ist das lang. Jetzt geht's hier die Tür. Da ist dann nochmal so ein Speedblock, den ich überhaupt nicht gut genutzt habe jetzt. So muss ich die dann irgendwie nutzen. Und dann ist hier das Ziel. Okay. Was haben die schnellsten erreicht? Ja, da reden wir nicht drüber. 30 Sekunden. Der Durchschnitt ist bei irgendwie was von 40 Sekunden gelandet. Okay, ich verstehe nicht, warum man halt den Block hier. Macht euch weg. Ja, das war nicht so gut. Ja, aber ich kann ja auch unten. Ja, eben, ich kann ja auch hier unten rein. Das ist doch sogar viel schneller. Jetzt brauche ich ja hier einfach nur den Schlüssel. Schnappen hier die Katze wieder, als hätte ich über den Block gehen, über den Speedboost gehen müssen. Okay, jetzt gehe ich in die Tür. Dann geht's hier nur noch hier runter. Nein! Nein, ich hab's versaut. Oh mein Gott. Ja, aber das war dann das. Das sind jetzt die 40 Sekunden. Okay, also den Schnitt haben wir schon erreicht.
Den Schnitt haben wir schon erreicht. Da war aber noch viel Platz zum Verbessern. Da war noch sehr viel Platz zum Verbessern. Okay. Super. Aber man kann ja irgendwie... Ich weiß nicht, ist hier irgendein Block versteckt? Weil warum kann man da oben rumlaufen? Oder kann ich in die Röhre hier rein? Nein. Aber hier ist halt auch nichts. Ich verstehe manche Konstruktionen hier nicht. Warum ist da zum Beispiel dieser blaue Block, der wegfährt? So, der ergibt überhaupt keinen Sinn an der Stelle. Ach Mist. Nein. Ah, lass mich doch in... Oh. Toll. Gut mache ich das. Alter. Ah, das dauert viel zu lang. Egal. Hey, warum hat es jetzt den Block nicht ausgelöst? Was? Ich bin doch voll über den Block gelaufen. Warum habe ich keinen Boost bekommen? Hex? I call Hex? Ja, egal. Jetzt hat er ihn ausgelöst. Nein, ich... Oh. Einfach runterlaufen. Ich falle dann genau in die Röhre. So. Zack, da rein. Eieiei. So, zack. Einmal schnell den Schlüssel holen. Und zurück. Nein! Oh Mist. Dämlich. Das war komplett dämlich schon wieder von mir. So, dann ziehen wir hier runter. Auf das Feld möglichst drauf. Das habe ich... Das muss ich noch irgendwie besser machen, dass ich da auf das Feld drauf ziehe. Nein! Oh Mann. Ah, ich hab's noch nicht verbessert. Das ist noch nicht das, wo ich hin möchte. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach so, wir haben gar nicht... Wir spielen ja Ninjis. Wir spielen ja Ninji. Ich habe überhaupt nicht die Ninji angemacht. Wie laufen die denn so? Ninjis halten wir. Ich habe komplett vergessen, dass wir hier Ninjis anmachen normalerweise, ja. Da sehen wir jetzt ja, ob es jemanden gibt, der irgendwie den Weg hier hochgefunden hat. Oder wo es überhaupt einen interessanten Weg gibt. Nein, aber die starten alle hier. Da gibt es auch keinen anderen Weg. Die gehen alle hier rum. Ah, leck mich doch. Jetzt habe ich vor lauter Ninjis die Wand nicht mitgenommen. Wieso? Oh, manchmal verstehe ich... Nein! Ach, Nintendo! Macht halt nicht immer so viel Zeug so untereinander. Lasst mich doch einfach neu starten, ohne dass ich versehentlich auf Level beenden komme. Warum ist denn immer alles so nah beieinander? So, hoch da jetzt. War schon wieder langsam, aber egal. Egal. Also nicht egal, eigentlich nicht, aber... Also die Frage ist, brauchen wir die Katze oder...
Was? Warum hat das denn jetzt nicht... Sonst bin ich da doch auch rübergekommen, ohne Ärger. Aber guck mal, wie weit die schon vorne sein können. Guck mal, der erste ist da schon durch. Ja, I don't care. Lass mich durch! Ach, leck mich doch hier. Fett gibt's doch nicht. So. Zack. Nein! Warum? Alter! So, zack, zack, zack. So, hier muss es irgendeinen besseren Weg geben. Weil ich lande ja wieder bei meinen 40. Nee, ich lande sogar schlechter. Oh, sheesh. Richtig schlecht. Aber die Ninjis haben auch keinen besseren Weg gefunden. Also, ich muss einfach den Weg gehen, nur schneller. Okay. Meinetwegen. Na, dann gehen wir den Weg nur schneller. Aber jetzt ohne Ninjis. Die sind ja super nervig wieder. Alter! So. Man fühlt es sich zumindest an, als wäre man vorne. Ei. Aber ich glaube, wir haben jetzt bei den Inches, die wir da gesehen haben, auch nicht die gesehen mit den 30 Sekunden. Die sind irgendwo anders. Nice. So. Aber bei 30 sind ja die meisten schon durch. Das ist ja das, was mich verwirrt. Na, jetzt sind manche schon am Ziel. Jetzt sind manche schon am Ziel. Wie? Ich meine, dass das hier schneller geht, ist mir schon bewusst. Da mache ich noch einen ganz großen Fehler. Aber ich komme trotzdem nicht über meine 40. Das gibt's doch nicht. Unter meine 40. Wo mache ich denn noch einen riesigen Fehler? Irgendwo muss ich noch einen riesigen Fehler machen. Der über 10 Sekunden kostet. Was sehe ich nicht? Ich meine, ich kann auch hier durch die... danke! Ich kann auch hier durch die Röhre gehen. Aber da bin ich ja auch nicht viel schneller. Na, das ist in etwa das gleiche. Jetzt sind wir auch bei den 30 Sekunden. So, das ist jetzt auf jeden Fall der bessere Start hier gewesen. Aber ich komme halt nach wie vor nicht. Guck mal, ich bin sogar unter den 40, wieder über den 40. Hä? Aber ich bin jetzt auch oben rumgelaufen. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Also untenrum ist schon der schnellere Weg. Aber man kann bestimmt irgendwie am Anfang noch irgendwas anders machen. Irgendwas ist hier noch nicht ganz richtig. Irgendwas geht hier noch viel schneller. Was ist das hier eigentlich? Kommt einfach nur eine Glocke raus? Ich verstehe den Block nicht. So, als ob ich den... Kann ich den irgendwie auslösen mit Tricks? So, wofür ist der da? Wofür kann ich da wieder runter? Von hier lässt er sich ja nicht auslösen. Das verstehe ich nicht. Ihn hauen nützt auch nichts.
Hier komme ich auch nicht anders durch. Und ich meine, was nützt es denn, dass der hier aufgeht? Was nützt es denn, dass der hier aufgeht? Ich komme da ja nicht. Ne? Gibt's irgendwo anders einen Schlüssel oder sowas? Gibt es irgendwo anders einen Schlüssel, dass nicht da hinten der Schlüssel der richtige ist, sondern dass hier irgendwo noch ein Schlüssel ist? Kann ja nicht sein. Ach, jetzt kann ich nicht mal das Level vernünftig angucken, weil... Das wäre halt eine Alternative, dass es noch einen anderen Schlüssel gibt. Weil ich hier diesen Schlüssel da hinten... Da komme ich nicht vor 30 Sekunden hin. Wie soll ich das machen? So, das ist das Schnellste. Ja, dann, ich meine, dass man dann hier hängen bleibt, ist eh Quatsch. Aber es gibt keinen anderen. Ich verstehe halt den Block hier nicht. Like, hä? Warum ist der da? Dass man sich die Katze holen kann, falls man sich hier verliert? Wahrscheinlich das, aber das nützt ja Speedrun technisch eh nichts, dann ist doch eh die Zeit weg. ich verstehe es nicht. Ja, super. Also, wo bin ich noch zu langsam? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, ja. Aber... So, 18 Sekunden. Ja, das war jetzt wieder blöd, 23 Sekunden. Ja, jetzt habe ich das wieder verhauen, aber guck mal, ich... Selbst jetzt 28, das ist auch noch nicht, ne? Ich brauche ja trotzdem noch mal mindestens 10 Sekunden, um jetzt hier bis zum Ziel zu kommen. Das geht ja auch nicht schneller. Ich kann ja auch nur die Dinger hier nutzen. Ja, super. 39 ist ein bisschen besser, aber... Wo soll ich da noch was rausholen? Bin ich wirklich so viel schneller, wenn ich jedes Mal mit der Katze runterschieße, anstatt zu springen? Ist das der Grund? Macht das jedes Mal noch mal was aus? Das macht schon Unterschied aus, ne? So, das macht... Es ist schon schneller, wenn man so schießt. Ah, ich könnte kotzen. Es könnte mich aufregen, wenn ich da hängen bleibe. Bestimmt ist die Physik von... Oh Mann! Bestimmt ist die Physik von den Speed-Dash-Dingern auch nochmal eine Relevanz. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Keine Ahnung. Alter, verpiss dich. Entschuldigung. Für den Ausdruck. So. Mann! Es regt mich auf, dass das mal funktioniert und mal nicht. Mich nervt sowas unheimlich, wenn Sachen normale funktionieren und dann wieder nicht mehr. Jetzt bin ich bei 24 Sekunden schon. Jetzt hängt er wie... Oh, ich... Können Sachen bitte nicht einfach funktionieren, wenn sie einmal funktioniert haben? Das gibt's doch nicht.
Nein! Also da würde ich nochmal auf der Plattform landen, aber das haut jetzt auch nicht so viel raus. So. 27 Sekunden. In 3 Sekunden sind die anderen im Ziel. How? Jetzt sind andere im Ziel. Jetzt. Wo ich erst... Ja, danke dafür. Wo ich erst noch hier den ganzen Quatsch machen muss. Und jetzt habe ich natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, mit der Katze das nochmal zu verbessern. Es ist ein bisschen stärker, ein bisschen schneller. Aber hier mit der Katze würde ich dann nochmal jedes Mal so runterdashen. Boah, wie komme ich denn an die 30 Sekunden ran? Nicht mal im Ansatz. Ich meine, gut, das ist auch ein ganz kleiner Teil, der da so weit ist. Aber trotzdem ist er da manchmal noch deutlich, deutlich schneller. Ich frage mich, wo der Trick ist, den ich noch nicht gesehen habe. Es hat bestimmt mit der Physik von... Oh Mann! Mit der Physik von den Speed-Plattformen zu tun. Ja, das hat schon wieder Zeit gekostet, aber egal. Ich. Nein, jetzt habe ich die Plattform nicht mitgenommen. Moin. Komplett lost. Das war schnell. Fand ich zumindest. Okay, ist egal. Ist egal, ist egal. Ja gut, das Problem ist, jetzt konnte ich nicht dashen, aber auch das ist egal. Jetzt muss ich allerdings hinten mir die Katze holen. Alter, leck mich doch fett. Gibt's doch nicht. Ah, das war langsamer, glaube ich. Nice. Hä? Jetzt hat er gar nichts gemacht. Bin ich dumm? Moment, das muss ich nochmal... Ich weiß nicht, warum jetzt nichts gemacht hat. Ah, das war zu bald. Ich muss das jetzt mal timing-technisch hier üben. So, das... Genau das ist, was ich haben will. Diesen einen Sprung mit einem Schlag machen. Wo springe ich da ab? Ach, hört doch auf, in die Röhre zu gehen. Junge. Alter. Alter. Ich erwische den zweiten nicht. So. Und dann machen wir hier. Den hier. Ja, und normalerweise hätte ich jetzt die Katze und würde wieder zurückdashen. Okay. Ich sehe, ob das schnell war. Ich glaube, ich bin zu viel geklettert. Nein, jetzt hängt er sich daran. Ich muss vorher runterdashen. Na, das war schneller. Jetzt bin ich an irgendwas hängen geblieben. Ah, Mist! Egal. Wir machen das mal weiter. Nee, können wir nicht. Ich brauche die Katze. Und ich habe nicht die Zeit, hinten nochmal die Katze zu... Wobei, habe ich vielleicht schon. Echt, okay, das... Wann setze ich die Katze ein? Ab wann mache ich den Dash darunter? Das war nix. Das war schnell, glaube ich.
Ah, ich mache einfach gar keinen Dash hier runter, weil ich den Speed von dem Ding mitnehme. Okay. Ja, das ist, glaube ich, am schnellsten. Ich weiß es nicht. Mann! Das regt mich auf! Das regt mich dermaßen auf, dass das mal klappt und mal nicht. Boah! Ernsthaft? Alter! Warum denn nicht gleich? Weil ich krieg's ja hin. Warum krieg ich's nicht hin, wenn es drauf ankommt? Das ist nicht schwierig. Ich bin einfach dumm. Gibt's doch nicht. Mist! Ist die Frage, ist in der Zeit es möglich, die Katze da hinten zu holen, ohne großartigen Zeitverlust zu haben? Ja, das ist theoretisch schon drin. So im Notfall. Ach, Mann! So. Jetzt möglichst schief runter. So, zack. Zack, 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 zack. Ah, das war das Schnellste bisher, aber boah! Auf 30 komme ich nicht. Was machen die alle, um dahin zu kommen? Jetzt kann man mal wieder Ninjis anmachen. Jetzt kann man mal wieder gucken. Weil jetzt kriegen wir ja bessere Ninjis angezeigt. Machen wir es mal so. Dass sie mich nicht komplett in den Wahnsinn treiben. Die Frage ist halt, gibt es noch irgendwo einen Trick oder bin ich einfach zu langsam? Und mir scheint, ich bin einfach zu langsam. Mal gucken, wenn ich das so anschaue. Ah, ich muss am Anfang schon springen. Das macht schon was aus. Cool. Sehe ich das richtig, dass man die Pflanze, wenn man das richtig timet, gar nicht kaputt machen muss, sondern da einfach durchkommt? Wie kommen die schon so schnell vor? Guck mal. Da ist jetzt schon einer vorne. Was habe ich anders gemacht? Nein, die muss ich... Oh, Mann! Wow, warum war der... Hä? Das hat überhaupt nicht funktioniert, wie ich das wollte. Super. Und dann klappen plötzlich die einfachsten Sachen nicht mehr. Könnte ich bekloppt werden. Super. Toll. Wisst ihr? Ja, genau. Warte, brauche ich vielleicht den gar nicht kaputt machen? Muss ich vielleicht gar nicht zu dem Viech runter und kann einfach hier... Ah, okay. Das reißt allerdings jetzt auch nicht wirklich so viel raus.
Nein, ich hab... Oh, es hat geklappt. Okay, ich dachte, es passt nicht. Da hätte ich jetzt die nochmal mitnehmen wollen, aber gut, dann nicht. Okay. 25 Sekunden. Nein, ich habe das nicht erwischt. Ich könnte kotzen. Ah, das hätte eine bessere Zeit werden können. Ach. Ich habe den am Anfang nicht erwischt. Das ist so 35, wäre es vielleicht geworden. Aber das soll mir gereichen. Das soll mir genügen. Das soll mir genügen. Halbe Stunde investiert in das Level. Das soll mir genügen. Wenn ich bei irgendwen die GA hat es bestimmt auch mittlerweile schon gespielt. Wenn ich bei denen irgendwie noch einen besonderen Trick sehe oder sowas, dann zeige ich das nochmal. Aber ansonsten soll es das gewesen sein mit dem jetzigen Katzen-Ninji-Speedrun. Ich habe genug geraged. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.